Für alle, die jetzt hungrig wären, natürlich sehr schlecht. Movie Games. Food Trucks Simulator. Na dann, machen wir mal unseren eigenen Food Truck auf. Spielen wir hier mal ein bisschen rein, das Spiel. Ah, da knurrt mein Magen schon. Der Food Truck wartet. Ah ja. So. Gas Station Simulator ist auch von denen. Das ist ja Wahnsinn. Das kenne ich auch schon vom Gronkh. Das hat er schon. Road Diner Simulator. Wenn das von denen ist, dann kann das ja nur spaßig werden. Gut. Hier steht Spiel laden, neues Spiel. So, wir starten neues Spiel. Hier jetzt rein. Und hier ist Text auf Englisch. Sehr schön. Remember, if you place the order on the computer in your garage and pick it up from Clara's shop on time, you will save money. Gut. Deutsch haben wir eingestellt. Ja. Willkommen. Da hat's gerade ein bisschen gewackelt. Ach du Scheiße. This is the last competition he was healthy enough to participate in. At least he had one last victory. Mit deutschen Untertiteln. And now what? The truck is a mess. Maybe there's something in this album I could use to help me. Dad was always so good at that. Only I can touch the truck, he used to say. No mechanics getting his dirty hands on it. All right, let's get to work. Ah, hier haben wir ein Bild vom Dino-Simulator drauf. Zentrale für Navigation und Organisation. Ja. Kannst den Truck hier anpassen. Aha, das sieht ja dreckig aus. Das machen wir doch mal glatt. Gratis, gratis. Dann müssen wir noch kaufen irgendwie. Benötigt Prestige, ja. Oder wir lassen ihn einfach so. Sieht doch hübsch aus. Finde das Orange nicht schlecht. I really like this color. Das passt doch. Aussehen des Trucks hier ändern. Aha. Food Truck. Aufsum. Okay. Wir haben so ein hübsches Bild drauf. Food Truck. Du kannst für ihn. Das finde ich gut. Farbton können wir noch einstellen. Farbton im Hintergrund. Schön pink hier. Sättigung. Ja, nicht zu doll. Na komm. That looks about right. Warum nicht? Reifenwechsel. Da gibt es nur die zwei, nur die Art. Sehr schön. Spiegel. Kannst neue Geräte von der Küche kaufen. Ja, aber erstmal hier. Okay, die sind schon. Können wir nicht. Ach, deswegen will ich es weitermachen. Es geht hier in der Demo nicht. Upgrades. In Bürgerbüro natürlich.
Den gibt's gratis. $15. 1000 Euro, $1000 haben wir. In Einheiten sind so viel, viele Steckplätze. Kaufen. Du hast freigeschaltet, neues Rezept. Yay. Neues Rezept. Ein Cheeseburger. Ein Baconburger. Oh, das, da kriege ich ja Heißhunger drauf. Kriege ich hier nach dem. Alter Schwede. Beim Kochen kriege ich ja. Kriege ich ja richtig Hunger hier. Fritteuse können wir auch noch nicht. Kühlschrank. Aktuell. Kaufen. Looks so much better now. Okay, Dad. 15 Steckplätze. What do I need to do to get this show on the road? Und der Dad ist schon wieder dabei. Können wir hier noch mal eine Fritteuse bestellen? Können wir nicht. Schade. Ist ja ein Bilderalbum. Dad always made these trips so fun to go on. I'm pretty sure he had a city map laying around here somewhere. Das ist einmal eins des Handelns. Von den Stadtplan in deiner Garage. Ja, erstmal hier umgucken. Oh, Trainermast hier. Kann man sich hinsetzen und. Deine Schlafcoach, kein luxuriöses Bett, ist das doch trotzdem sehr bequem. Schlagzeug. Den Piano. Naja, Keyboard. Können wir mitspielen. Etwas wackelig hier noch. Sammelbare Objekte wie diese sind über die gesamte Karte verteilt. Du kannst sie mit dem Truck einsammeln. Wenn du sie findest, kannst du neue Dekorationen für deine Garage oder deinen Truck freischalten. Halte die Augen offen. Eine Stadtkarte. Du kannst jederzeit die Karte benutzen, entweder indem du M drückst oder klickst sie in der Garage an. Auf der Karte siehst du die Öffnungszeiten der Läden. Verkaufsplätze. Jeder hat sein eigenes Symbol. Ja. Ah, yes. I remember this shop. I guess old Claire. Klar, das ist eine Nachschubzone. Eine gute deutsche Übersetzung. Nachschubzone. Deine Garage. Okay, dann markieren wir es auf der Map ans Ziel und fahren dorthin. Ich denke, das ist auch unsere erste Mission. Bau das Radiumtruck ein. Okay. Wo ist das Radio? Hund, der Wackeldackel, der wippt zur Musik. Still ist er. Okay, wie soll ich das jetzt? Bau das Radio um Truck ein. Dann halt nicht. Das Radio, bauen wir das Radio ein. Das können wir nicht mitnehmen, oder?
Aha. Wie? Ach, hier vielleicht. Um den PC. Upgrades. Natürlich. Spielt Musik beim Fahren. Das Radio. This should make my drives even nicer. Gratis kaufen. Na dann. Hey kid, I was wondering where you were. Oh, Clara. It's good to hear your voice. I wanted to thank you for doing all this for your dad. You know I'm always here to help. Yeah, I know. Ja. I appreciate it a Können lot. wir mal? I actually have something to get you started. Take a look at the shop tab on your PC and you'll see what I mean. Wir müssen den PC. Wenn wir überhaupt noch hier mal hoch und losfahren können. Benutzt den Everything's PC. on the house for the moment. But remember, this is a very important part of your day. Planning ahead will save you money and time. Bacon Roh. Bürgerbrötchen, Fleisch, Scheibenkäse, Tomate, Propangas, Tank. Yummy. Hier können wir uns gerade nichts kaufen. Bestellwaren über den PC Bürgerbrötchen. Dann sagt das doch. Bürgerbrötchen 12. So viel haben wir offen wir uns nur, dass wir an Kunden kriegen. Ausverkauft. Das ist sehr toll. Ach, wir haben 12. Fleisch roh auch 12. Ausverkauft. Bacon roh 8 Stück. Die Steuerung ist hier noch ein bisschen, naja. Schämkäse auch bis ausverkauft ist wahrscheinlich. 8 Stück. Tomate 4 Stück. Propangastank auch 4 Stück. Bestellen für viel Geld. Hoffe ich, das kriegen wir irgendwie wieder rein. Remember that different clients have different preferences. You'll know what I mean before long. See you soon, kid. That feels like a lot already. No wonder Dad always seemed so overworked. Auf geht's. Das Ding im Vorschaubild ist aber was anderes, als wir genommen haben. Drücke A, ist D, um zu fahren. Drücke C, um zwischen der Fahrt zu wechseln. Und Bremsen machen wir mit der Leertaste. Okay. Da fährt er raus. Kompass. Zeigt Clevers Laden, zeigt Verkaufszone, zeigt deine Garage. Okay. Ich würde sagen, erstmal zu Clevers Laden, oder? Ja. Und eine Bestellung von Clevers Laden ab. Au, sorry. Gleich mal einen Unfall gebaut. Oh, sorry. Könnte ich die Haltestelle umfahren? Sorry, 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 hier kommt ein breiter Laster. Lass mich mal hier, lass mich mal durch hier. Ich muss dringende Fußschrankbestellungen. Zweggy fährt wieder. Räumt die Straßen. Es wird unsicher. Da kommen wir nicht weiter. Vielleicht sollte ich mal vom Parkplatz runter und auf der Straße fahren. Das wäre mal keine schlechte Idee. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Sorry. Achtung, Baum.
hier um die Ecke. Ja, es ist ungünstig. Das ist. Wir wenigstens Radio ein bisschen hören. Freien Truck. Okay. Und Gwyn fern uns von dem. Hier müssen wir hin, Shop. Serenity Park. That's where Dennis and I used to play when we were kids. Aus dem Weg. Foodtruck-Angelegenheiten. Nun gebremst durch die Innenstadt. Ja, die Allee ist ja mal auch ein bisschen zu schmal hier. Was man die auch immer so schmal anlegt. Ich habe noch keine Fußgänger verletzt. Ach, hätte ich es mal nicht gesagt. Hätte es mal nicht gesagt. Ja. Just in dem Moment. Wenn man's called. Wenn man schon sagt. Wo bin ich hier? Das ist eine Sackgasse. Erstmal zurechtfinden hier in dieser Stadt. Hoppala. Sorry, ich wollte sie nicht anfahren. Bis wir überhaupt mal angekommen sind und Sachen verkaufen können. Dass wir überhaupt mal grün können, vergeht hier eine Stunde. Mal ein paar Hydranten umfahren. Jetzt hier können wir die Perspektive wechseln. Steht ein Auto im Weg. Ich muss aber nach Norden. Hier nach. Ich muss hier aus dem Weg. Okay, wir nähern uns im Laden. Der muss hier schon irgendwo. Ja, hier irgendwo in die Richtung. Da sind wir doch schon mal halt gefahren. Jetzt sind wir im Kreis gefahren. Hier waren wir schon mal. Versuche ich halt hier gerade noch mal rüber. Sorry. Ah ja, hier ist er. Hier sind wir auch schon mal vorbeigefahren. So, angekommen. Here's everything you need. I just want to help you as much as I can. So, aufladen. Zu spät für Rabatt. Na toll. Ja, ich habe mich auch verfahren hier. Be careful of where you store your food. Freshness is very important to the quality of your ingredients, and it decreases slower or faster depending on where you store them. Aha. Bewegen. Kühlschrank. Good. Meat should always be in your fridge. Remember that if you want to stay fresh for longer. Got it. Ah ja, lass den Rest automatisch sortieren. Automatisch sortieren. Probably should save the fridge space for the buns for something else.
That's right. Buns can easily go on your shelves. Be careful of where you store. Nee, das Brötchen ins Regal. This is very important to the quality of your ingredients, and it decreases slower or faster depending on where you store them. Rechts liegt um den Platz, ja. Regal. Muss einzeln sortieren, ja. Lassen sie auch nicht stacken, die müssen ja müssen einzeln sortiert werden. Fahrt zum Serenity Park. Auf dem Weg noch ein paar Laternen umholen. Oh ja, ja, I remember. I'll try to keep that in mind. By the way, you know Serenity Park, the one you and Dennis used to play. Dass die noch höre. Ich bin schon längst weg. Bisschen 100 Meter entfernt. Nächsten Kreuzung. Die Mus würde sehr laut schreien. Das ist doch der Park. Rückwärtsgang. Oh, das war knapp. Ich glaube, das ist gerade an mir vorbeigefahren. So, angekommen. Na dann, lass uns die Leute bedienen. Der gute Truck. Let's go. Meet the man in the Serenity Park. Hey kid, I know this can be a bit overwhelming at first, but don't worry, I'll help. Thanks, Clara. This does feel like a lot. Ja. First, turn on the radio. It'll make everything much nicer. Eine Bestellung. Great idea. Bestellte Gerichte Cheeseburger mit Bacon. Oh. Bin das Rezept zuerst. Mach das Radio an. Mach das Radio an. Dreh richtig laut auf. They have all the information you need about the orders you get. Schau den Monitor an. Der Kunde will seine Bestellung. Ich schau den Monitor an. Bildschirme. Linke Bildschirm zeigt die aktuelle Bestellung der gewünschten Zubereitung. Rechte Bildschirm zeigt die Zutaten. Ja, ja. Okay, Auftrag 1. Cheeseburger mit Bacon. That is gonna make things so much easier. I knew you'd like it. And now, turn on the grill machine. Drück den roten Knopf, um den Grill einzuschalten. Wir haben wahrscheinlich auch nicht alle Zeit der Welt. Wir müssen hier mal kaputte Fritteuse. Clara? It's not working. Right. You need to take the gas bottle first. Ein Propanflasche aus dem Regal und platz sie in der Halterung. Halterung. Propanflasche und Halterung. I'll have to keep this in mind. Your dad often forgot about the gas too. Now I need bacon and meat. That's right. Just put them on the grill. Grill das Fleisch bis zum gewünschten Grad durch. Gut durch. Ach. Wir werden gut durch das Fleisch. Patsy. Schön medium muss das sein. Auch bei dem Burger. Bacon können wir auch gleichzeitig machen. Fleisch rare. Wir könnten schon mal Medium-Dingens hier Bacon holen. Auch schon mal drauflegen. Be careful not to burn or undercook them. Different customers like them done different. Medium. Gut durch muss das Bacon auch sein. Okay, ja gut. Ein bisschen knusprig, aber Medium. In die Burgerschachtel. Fleisch ist gut durch. Burgerschachtel hier. Ich muss auf das Bacon aufpassen. Okay, you're gonna need a base for that burger. Take one of the buns. Medium Bacon.
Oh right, there's a cutting board around here somewhere. Ich hab das Fleisch jetzt einfach auf den Tisch abgelegt. Cooked and ready. Just leave them on the assembly table to use later. Okay, gut, durchbacon. Ach, der Kunde hat keinen Geschmack. Nimm das Fleisch vom Grill, schneide das Brötchen einmal durch. Warum Brötchen? Brötchen haben wir im Schrank. Brötchen. Auf Schneidebrett. Benutzen. Ja, da liegt was Schneidbares auf dem. Muss etwas Schneidbares. Willst du mich verarschen? Okay, hier haben wir ein Brötchen. Gehen wir auf das Schneidebrett. Das wird bald nicht mal frisch sein. Verarsch mich doch nicht. Nichts passiert. Okay, nehmen wir daneben. Burgerbrötchen. Was gleich nicht mehr frisch ist. Haltung für Schneidebrett. Haben wir irgendwo ein Messer? Was wir benutzen können? Haben wir nicht. Schneidet von allein das Brett, wenn wir es mal richtig benutzen oder wie. Das Fleisch wird auch langsam. Was Schneidbares. Willst du vielleicht das Fleisch haben oder? Left Shift schneiden. Ja. Das muss man mir mal sagen. Nimm jetzt so dein Wally auf Schneidebrett WS und ein Messer ADM QE. Deine Hände sind voll. Verarsch mich nicht. Lege auf das Schneidebrett. Verarscht mich. Schneidebrett. Ach komm. Was ist? Zapf. Ich nehme neues Ding. Ich lege das hier aufs Schneidebrett. Device, was zum. Verarsch mich doch nicht. Ja. Jetzt können wir es endlich schneiden. Alles geschnitten. Und jetzt. And remember, the bottom bun always goes first. In the meantime, why don't you start cutting the tomatoes? Oh yeah. Deine Hände sind voll. Ja, das ist mit am Fleisch, was dort. Dieses Spiel. Willst du mich rollen? Das Bottom Dings. Bürgerbrötchen. Hä? Warum holt er jetzt das Bürgerbrötchen? Looks almost as good as the ones Dad used to make, I think. Ist okay. Knuspriges Brötchen. Fleisch gut durch. Nichts passiert. Sorry, es ist mein erster Burger, den ich überhaupt erst mache. Ich muss natürlich das Brötchen als erstes hier reinlegen. Alright, I think you can finish this burger box on your own. I'll be here.
Okay, als nächstes brauchen wir Käsescheiben, 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 Käse. Scheiben, Käse, Scheiben, Käse, Scheiben, Käse auf den Burger drauf. Dann machen wir als nächstes den knusprigen Bacon, der inzwischen schon kalt ist. Mit Sicherheit. Tomatenscheibe, Tomatenscheibe, Tomatenscheibe. Müssen wir durchschneiden. Ach komm. Burgerbrötchen vom Tisch. Schneidebrett. So, Scheiben schneiden. Muss gelernt sein. I don't need all of them. I should put the others back. Tomatenscheibe, Tomatenscheibe. Und noch eine zweite Tomatenscheibe, double. Knuspriges Brötchen. Aber hier. Brötchen knusprig machen. Der Grill ist aus. Kumpan ist alle. Hätte den Zwischenschnitt mal ausmachen sollen. Und der Propangastank. Ein bisschen Gas zusparen müssen wir hier mal hier ein bisschen. Dass wir den Grill nicht die ganze Zeit an. Lassen. Auch dieses Spiel. Burgerbrötchen. Good work, kid. Now place the burger box inside the order bag. Dann halt nicht. It's the right one and give it to the customer. Das Grill ausmachen. Und ich habe hier Auftragsbeutel. Ist fertig. Bestellübersicht, gut. Ja, das zweite Ding war nicht, das war nicht fertig, aber okay, Preis 15 Euro, 15 Dollar dafür, dass wir diese das so mies gemacht haben. Prestige erhalten. Trinkgeld 1,80 Euro, ich habe auch noch Trinkgeld gekriegt. 16,80 Euro. Sehr schön. First order. I guess it runs in the family, huh? Prestige will not auch meine First Order. It'll also grant you entry to other zones of the city. Keep that in mind and take good care of it. Thanks, Clara. I don't know if I'd be able to do this on my own. Nonsense. It's really no trouble. Well, I think you can handle yourself. Neue Bestellung. Nein, heute nicht mehr, Leute. Wirklich jetzt für dieses Spiel, für diese Demo-Version. Soll es das jetzt mal gewesen sein. Einen Burger haben wir hier gemacht. Das soll es jetzt hier mal gerade gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch nach oben auf YouTube, wenn es euch gefallen hat. Ja. Habt noch einen angenehmen Tag und haut dran. Schließen wir den Laden.